Hi, hier ist Norman. Ich bin oft laufen und treffe da natürlich auch viele andere Mitläufer, die auch etwas für ihre Gesundheit tun wollen. Nur leider schädigen sie mehr ihre Gesundheit, weil sie extrem ihre Gelenke schädigen. Gerade auch unterstützt durch einen falschen Laufstil, die falschen Schuhe und einen ungünstigen Untergrund. Ja, so Wald- und Wiesenboden wäre erstmal optimal zum Laufen. So gerade so Beton und Asphalt sind eigentlich viel zu hart zum Laufen. Oder auch Sand ist eher wiederum zu weich. Also optimal wäre halt so typisch Wald- und Wiesenboden und Erde. Dafür sind wir eigentlich gemacht. Ja, und wir sind natürlich auch nicht mit Schuhen auf die Welt gekommen. Eigentlich wäre Barfußlaufen ein natürlicher Laufstil. Aber in unseren herkömmlichen Schuhen können wir gar nicht mehr natürlich laufen. Sie haben meistens an irgendeiner Stelle eine Sohlenverdickung und somit sind wir dann gezwungen, zum Beispiel einen ungesunden Fersengang zu pflegen. Und der geht immer auf die Gelenke und schädigt die Gelenke einfach. Als ich angefangen habe, barfuß zu laufen, habe ich überhaupt erst mal gemerkt, was ich alles für Muskeln an meinen Füßen habe und hatte dann danach Muskelkater. Aber wenn man sich dran gewöhnt hat, dann läuft man barfuß eigentlich auch viel schneller und viel wendiger und agiler vor allen Dingen. Und man baut auch mehr Muskeln auf und ohne Muskeln können wir gar nicht unsere Gelenke schützen. Also Muskeln schützen die Gelenke. Ja, also gerade auch so ein falscher Laufstil oder so das typische Marschieren wie bei der Bundeswehr. Da laufen wir ja auch dann so extrem große Schritte, auch wieder Fersengang, der immer auf die Gelenke geht. Ja, ist auch extrem schädlich. Als ich dann angefangen habe, mal barfuß zu laufen, dann habe ich eigentlich eher kleinere Schritte gemacht, war aber insgesamt viel schneller und vor allen Dingen auch agiler. Also ich konnte mich viel freier bewegen, viel beweglicher. Also auch gerade für Tänzer ist Barfußlaufen perfekt. Oder wenigstens Barfußschuhe wie diese hier. Die haben halt eine extrem dünne und flexible Sohle, wie man hier erkennen kann. Solche Barfußschuhe schützen dann halt auch noch so vor spitzen Glasscherben, Steinen oder spitzen Zweigen oder auch Bienen und Dornen sind wir halt geschützt oder anderen Sachen, in die wir reintreten können. Es gibt unterschiedliche Arten von Barfußschuhen. Hier habe ich die eben gezeigten Barfußschuhe von Leguano und hier noch Zehenschuhe von Vibram. Also ich laufe definitiv besser in Zehenschuhen wegen der Zehenfreiheit. Und wir sollten definitiv auch unsere Zehen bewegen können. Dafür brauchen wir bei den Zehenschuhen halt auch extra Strümpfe. Hier könnten wir dann noch normale Strümpfe anziehen. Und die finde ich halt sehr praktisch, gerade so als Hausschuhe oder beim Spazierengehen oder wenn wir halt lange sitzen. Dann können wir noch dicke Strümpfe anziehen, um uns warm zu halten. Weil in Zehenschuhen wird einem dann schnell kalt an den Zehen, wenn wir uns mal nicht bewegen und lange sitzen. Also ich laufe definitiv auch lieber in Zehenschuhen, aber wenn ich vielleicht lange nur spazieren gehe oder nur sitze, dann sind diese Leguano-Barfußschuhe besser. Der einzigste Nachteil an den Zehenschuhen ist, dass sich hier immer alle möglichen Gräser verheddern. Außerdem läuft man eigentlich in Barfußschuhen auch viel leiser. Wer kennt das nicht, dass der Obermieter wieder trampeln muss? Und das hört man ja auch nur, weil er einen ungesunden Fersengang pflegt. Das ist dieser typische Trampelgang. Barfußlaufen bedeutet, Laufen wieder neu zu lernen. Denn die meisten Menschen sind es ja gar nicht gewohnt, überhaupt mal barfuß zu laufen. Also in der Anfangszeit werden wir häufiger stolpern oder Muskelkater haben, weil wir ja die Muskeln noch nie benutzt haben. Aber dann, wenn wir uns dran gewöhnt haben und einen neuen Laufstil haben, also nicht mehr auf der Ferse laufen, also auch in der Anfangszeit werden wir vielleicht noch versuchen, im Fersengang zu laufen, aber das wird sehr doll wehtun. Also wir sollten uns dann auch daran gewöhnen, dann immer im Ballengang zu laufen, um unsere Gelenke zu schonen. Aber wenn wir uns dran gewöhnt haben, wirklich barfuß zu laufen oder ins Barfußschuhen, dann laufen wir auch viel schneller, wendiger, agiler, leiser und vor allen Dingen gelenkschonender.